Zeitung schreibt ja so, ob wir die Chance haben, natürlich auch hinter die Kulissen. Ja, und das ist heute unsere Chauffeurin. Hallo. Und gleich kommen die Prominenten in das schöne Auto. Und dann fahren wir vor. Ich heiße meine Gäste herzlich willkommen zum 17. Das Maß ist voll. Was ist das denn? Ja, Männers. Ja, herzlichen guten Abend und hallo. Das ist ja herrlich, fantastisch. Und das ist jetzt hier der neue Fanclub von Das Maß ist voll. Richtig, jawohl. Und du bist der Vorsitzende oder was? Jawohl. Ich sehe, der Bürgermeister ist auch da. Ich glaube, der Bürgermeister hat noch keinen Fanclub, ne? Also. Alles läuft so, wie es soll. Das Maß ist voll. Heiß und voll! Also sowohl unser Gast als auch die Räumlichkeit, Eva Habermann. Zurück zu dir. Ah, ich hatte noch erstmal eine Frage. Warum ist dein Fanclub nur aus männlichen Mitgliedern? Das wollte ich nur mal kurz fragen, weil ich dachte mir schon, hallo, wo sind die Frauen aus Dienstlaken? Eva, weiß ich nicht, warum. Achso, Gott. Nein. Entschuldigung. Nee, das nein. Ist... Deiner Widerstand, du hast relativ schnell schon zum ZDF Immenhof, glaube ich, war das ZDF gefunden, nach deiner Abi-Zeit oder während der Abi-Zeit? Also ich habe mit 17 eine Rolle bekommen, die hatte meine Schwester mir rausgesucht im Hamburger Abendblatt, hatte mir das hingelegt, meinte, Eva, bewerb dich da, weil da musste jemand reiten können und irgendwie spielen können. Und dann habe ich mich da beworben, habe den vorgespielt und die waren ganz happy damit. Und ich habe dann danach mit 18 mein Abitur gemacht und habe dann irgendwie angefangen, hauptberuflich zu spielen. Das war alles über Castings. Es war immer, wo man sich vorstellen muss und dann, wo man dann halt irgendwie überzeugt hat. Ist jetzt fast jedes Jahr hast du so 5 bis 10 Rollen. Na, übertreib mal nicht. Rosamunde Pilcher. Ja? Boah. So. Ich habe Frau Pilcher persönlich kennengelernt. Ist wahr. Und diese Frau ist 75 und hat uns alle an diesem Abend unter den Tisch gesoffen. That's all we could have asked for if we don't end our strife. What is there left to die for? Our time is running out. Melvin Schulz, genannt Manningmann. Mirko, schön, dass du da bist. Ich glaube nicht, dass ich das den ganzen Abend jetzt hier so auf dem Hocker aushalte. Insofern. Doch, sieht aber aus, als wärst du ungefähr 2,40 Meter. Ja, ne, steht mir ausgezeichnet, aber dem Intendanten auf die Schulter gepackt habe ich auch noch nicht. Also herrlich. Die Entwicklung eines Jugendlichen ist ja nicht immer normal. Also dass die Eltern hätten immer gerne ja so ein gewisses Klischee, gute Noten, ist lieb, geht zeitig ins Bett. Aber du bist Punker gewesen. Was war's, ein alternativer Punk oder wir haben den Spießerpunk. Ein Spießerpunk. Weil zum Beispiel Docs, diese Doc Martens Schuhe, habe ich mich erst im hohen Alter getraut zu kaufen. Ach. Habe ich mich damals nicht getraut. Ich hatte irgendwann so, ich war so ein bisschen dadurch irgendwie cool, also bei denen, die mich kannten, dass ich halt so wahnsinnig uncool war. Und das mochte ich. Und das, ernsthaft, und das mochte ich dann wiederum ganz gerne eigentlich. Ja, der Niederen Anzeiger, der schreibt jetzt, und dann erwartet das Maß ist voll Publikum einen Youngster. Vincent Sierp, ein wirkliches Talent aus Dienstlaken. Er zog von Dienstlaken in die große Welt, um als Schauspieler in Berlin eine Ausbildung zu beginnen. 11.07.94 bist du geboren. Ganz genau, ich bin aus der Winterdepression meiner Eltern entstanden. Kurz nach der Geburt war schon klar, aus dir wird entweder ein Politiker oder ein Schauspieler. Ja, warum kamen die Eltern auf so eine Aussage? Weil ich immer sehr vorlaut war und eigentlich
wie kann man das sagen, sehr umgezogen und immer meine Meinung gesagt hat. Und sie meinte, entweder wirst du Schauspieler oder Politiker. Und dann habe ich mich für Schauspieler entschieden, weil die brauchen nicht lügen. Ah, der Kampf auch weiter, muss der Bürgermeister jetzt wieder, der Bürgermeister muss jetzt wieder in das Gras beißen. So, und abgeschlossen hast du deine Ausbildung 2016, so richtig mit Zertifikat und... Mit einem Diplom. Mit einem Diplom. Mit deinem Diplom, dann hast du da einen dicken Stempel drauf, okay, und dann hast du Schauspieler. Das heißt so richtig so... Das hat mir auf jeden Fall sehr viel geholfen, dass meine Eltern mich da unterstützt haben. Ja. Wenn man 20% hier, 20% Agentur, da bleibt ja nachher nichts mehr übrig nach 40% Steuern, ja, ne? Das ist so... Ich hatte mal irgendwie eine Woche, um jetzt auch mitzuziehen hier mit Anna zusammen in Mainz noch, vorher am Staatstheater, da hatten wir Jugendclub-Premiere, haben wir mal ausgerechnet, da waren wir gleich bei 100 oder 110 Stunden in der Woche, die wir da gemacht haben. Was? Ja, und das ist dann natürlich schon, wenn man so auf den Zahnfleisch geht, ein kurzer Moment von, boah, ey, und das dann für eben gar nicht so ein großes Gehalt. Jetzt natürlich schon, aber... Michael, alles sehr gut. Oh. Damals habe ich dafür einen Hungerlohn gearbeitet. Ja. Aber trotzdem, es lohnt sich für den Spaß, den du hast, wenn du arbeitest. Ja, ja. Was sich nochmal ergeben wird, aber möglicherweise kann man nicht wissen, aber diese drei Personen in irgendeinem Film, in irgendeinem Movie, auf irgendeiner Bühne, schön, dass ihr da wart, schön, dass ihr da seid. Und danke, liebes Publikum, wir wünschen uns noch hier einen schönen Verweil. Stundenabend, ihr Roland Donner. Bis zum nächsten Mal. Danke. Er sagte sie nach der Tür, das sagte er so seicht zu, dass sie niemand stören konnte. So geschah es wöchentlich. Er sagte, Jim, sieh nach der Tür, denn eine Frau wird kommen. Eine Frau wird kommen. Und so geschah es wöchentlich. Und eine Frau fragte nach ihm. Er sagte, Jim, sieh nach der Tür. Das sagte er. Und einmal erinnere ich mich, da waren es sogar zwei Ladies. Und einmal war es ein kleiner schwarzer Jim.